Bundesrepublik Deutschland von Österreich bereits geschlagen. 1:59:41 war die Zeit der Österreicher. Wir haben die Bundesrepublik Deutschland geschlagen. Sie waren im Vorjahr die Vierten. Also eine Mannschaft sind wir los. Wieder ein Sprung näher zur Medaille. 2:00:07. Der vierte Rang für die Bundesrepublik Deutschland im Moment und die Schweizer weiter. In 40 Sekunden müsste die DDR im Ziel sein. Wollen Sie die österreichische Zeit von 1:59:41 noch schlagen? Wir sehen die Italiener, die danach kommen werden. Aber für die DDR bereits 1:59:15 und noch ist die DDR nicht im Ziel. Eine Medaille für die Österreicher in greifbare Nähe gerückt. Und die Spannung, meine Damen und Herren, hier wird jetzt unerträglich. 1:59:30 bereits und noch immer ist nichts zu sehen von der Mannschaft der DDR. Und ich wage schon jetzt zu sagen, die Weltsensation ist heute perfekt. Da kommt das bereits geschlagene Team der DDR. Österreich holt eine Medaille. Österreich wird bei dieser Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewinnen. Das Team der DDR verliert auf die Österreicher auf den letzten 25 Kilometern. Beinahe eine Minute wird keine Zeit unter 2 Stunden schaffen. Und das ist unglaublich. Damit konnte wirklich niemand rechnen, dass wir so starke Nationen schlagen. Alle Mannschaften sind auf den letzten 25 Kilometern zermürbt worden. Nur die Österreicher haben ihr Tempo gehalten. Das ist das Geheimnis dieses Erfolges. Österreich schlägt die DDR, es ist nicht zu fassen. 1:59:41 die Zeit der Österreicher. Und weit zurück. Die DDR, die mit 2 Weltmeistern an den Start ging. 2 Weltmeister sind hier dabei. Die DDR hat 1:02 auf den letzten 25 Kilometern auf Österreich eingebüßt. Und ja, da jetzt die Italiener zu dritt im Ziel. 1:57:42. Und das ist der Sieg. 1:57:42, das ist die Goldmedaille für Italien. Sensationell noch, die Ereignisse überschlagen sich. Italien gewinnt, hat die UdSSR noch abgefangen. UdSSR ist Zweiter und Österreich ist Dritter. Das ist die erste Medaille für Österreich auf der Straße. Wir haben Medaillen auf der Bahn erreicht, Bronzemedaillen, Silbermedaillen, aber diese Bronzemedaille, die überstrahlt alles. Über 100 Jahre mussten wir warten auf diese Medaille. Und dann hier bei Villach, beim Wackersee, endlich die Erfüllung eines großen Traums. Italien, die UdSSR und Österreich. Ein Finale, wie es an Spannung nicht mehr zu überbieten war. Ich kann mich gar nicht erinnern, in 20 Jahren Straßenweltmeisterschaft, dass es so ein Finale gegeben hat. Eine österreichische Mannschaft, die über sich hinausgewachsen ist. Und zum Schluss noch ein italienisches Team, das ebenso gut gefahren ist. Die Italiener, die die UdSSR noch abgefangen haben, um ein paar Sekunden und jetzt verdient hier unter dem Jubel der vielen Italiener ihre Goldmedaille feiern. Aber wir freuen uns wie noch nie im Radsport, das muss ich schon sagen, bei Straßenrennen in den letzten Jahrzehnten über diese Bronzemedaille. Und eines muss ich sagen, ich vergönne sie vom Herzen nicht nur der österreichischen Mannschaft, sondern Karol Madey, der hier 10 Jahre in Österreich gearbeitet hat und der sich diese Medaille wirklich verdient hat. Italien ist Weltmeister, die UdSSR Zweiter und Österreich sensationell Dritter. Riesenstimmung natürlich hier im Ziel. Wir haben zuerst gebankt um Platz 5 und jetzt ist eine Bronzemedaille draus geworden. Bravo! Unglaublich, wie lange haben wir darauf gewartet? Wechselberger, 4-mal dabei, was haben Sie? Ja, ich bin sprachlos, muss ehrlich sagen. Ich kann nur der Mannschaft gratulieren und dem Trainer, dass er die Mannschaft so zusammengesetzt hat. Hans Lienhardt zum 7. Male dabei. Ja, so eine Mannschaft hat es in Österreich noch nie gegeben und die alle 4 Fahrer haben wunderbar harmoniert und woher die Kraft und diese Schnelligkeit über Nacht gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Mario Draxl zum 2. Mal dabei. Haben Sie an so etwas geträumt? Nein, überhaupt nicht. Aber man muss sagen, wir haben uns so motiviert, wir haben alles so hingehalten. Wahnsinn einfach, super. Und das Teambaby Bernhard Rassinger zum 1. Mal und Sie. Er kam, sah und siegte. Das war's.
Herr Mader, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe eine Wette verloren. 10 Jahre lang haben wir gewettet. Nie das österreichische Team unter den ersten 10. Haben wir gesagt, unter den ersten 6 eine Wette. Richtig. Die Bronzemedaille ist geworden. Das ist ein großes Spiel. Ich freue mich unheimlich, dass wir das erreichen konnten. Glaube ich, die Mannschaft hat das verdient. Die schwere Trainingsarbeit, das Harte, was hinter sich die Herren haben, hat doch einen Erfolg gebracht. Und damit kann man sich unheimlich freuen. Die erste Medaille für Österreich auf der Straße, dazu noch in der schwersten Disziplin, in einer Disziplin, wo die Dominanten, die Ostblockstaaten, voll sich spezialisieren. Wir mit unseren kleinen Möglichkeiten haben so einen Erfolg gebracht. Das freut mich. Das kann man nicht sagen. Und Sie gehen jetzt wirklich von Österreich weg. Ich habe gehört, Sie könnten noch bleiben. Richtig, das stimmt. Mein Vertrag läuft 31. Dezember ab und ich gehe weg. Schade. Schade. Jetzt müsste eigentlich die Zeit für mich sein, wo ich nach Österreich komme, denn soweit habe ich eine junge Mannschaft aufgebaut, die jetzt sicher dieses Jahr und auch im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren große Erfolge haben wird. Und das ist für mich eine Zukunftsmannschaft. Eine Frage. Persönlich würden Sie gerne hier bleiben? Persönlich? In Österreich privat immer. Ich werde immer wieder Urlaub in Österreich machen. Und wenn Sie die Bewilligung bekommen vom polnischen Verband, würden Sie dann in Österreich noch ein Jahr zulegen? Jetzt habe ich keines. Würden Sie? Gerne. Ja. Goldmedaille, überreicht durch den Präsidenten des Internationalen Radsportverbandes, dem Spanier Butschan, das italienische Team mit Roberto Fortunato, Eros Poli, Mario Scirea und Flavio Vanzella. Silbermedaille für die UdSSR mit Klimov, Saitov, Sumnikov und Zagreblevni. Die Bronzemedaille für Österreich, jetzt für Mario Draxler. Bronzemedaille für Hans Lienhardt. Die Bronzemedaille für Helmut Wechselberger und für den Neuling im Team, Bernhard Rassinger. Es ist die 4. Medaille für Österreich bei dieser Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und Samstag, Sonntag geht es hier ja weiter mit den Amateuren. Am Samstag die Amateure Wechselberger und Lienhardt werden sicher dabei sein. Und am Sonntag dann die Profis und morgen wird die Weltmeisterschaft fortgesetzt mit den Einzeldamenrennen. Und es ist die erste österreichische Radsportmedaille auf der Straße. Vielleicht ist es ein gutes Omen für die weiteren Rennen.